5 Fehler, die man unbedingt vermeiden soll, wenn man Betas halten möchte für Anfänger. Zu kaltes Wasser. Die meisten Kampffische, die krank werden oder nicht mehr gut aussehen, werden einfach mit anderen Aquarienfischen bei 24 Grad gehalten. Die Optimaltemperatur? 26 bis 27. 26 bis 27. Aber ist ja easy mit einem Stabheizer dann zu organisieren. Genau. Ja, perfekt. Dann hat man oft, dass die falschen Fische mit den Fischen vergesellschaftet werden. Neon zum Beispiel ist eigentlich ein Raubfisch, der frisst Flossen ab. Wenn die Flossen zu lang sind, werden die alle abgefressen. Der Fisch sieht nicht mehr schön aus. Hast du noch irgendwie ein, zwei Fische, die oft falsch gesetzt werden? Guppi wird oft dazu gesetzt, ist auch total falsch. Und Nummer 3? Nummer 3 wäre für mich die Platys oder Scalaro unter Umständen. Okay, super. Der dritte Fehler? Der dritte Fehler, kleine Becken. Viele sagen heutzutage, wer weiß, wo der Fisch herkommt. Es müssen cleane Becken sein. Wenn ich dann aber irgendwann doch Pflanzen haben will, dann ist der Fisch das alles nicht gewöhnt und fängt dann an zu kippen. Auch sieht man immer wieder, wie die Fische gezüchtet werden in kleinen Gläsern. Viele sind der Meinung, die Fauna, Flora ist keine vorhanden. Aber auch da ist alles drin, was so ein Kampffisch halt braucht. Also nicht zu clean soll die Haltung sein, habe ich das richtig verstanden? Genau. Und wie würdest du sagen, schafft man es, dass das nicht so clean ist? Ja, gut viele Pflanzen rein. Mooskugeln zum Beispiel sind auch eine gute Alternative. Immer Bodengrund rein, wenn ich den Fisch lange halten will. Man muss da auch unterscheiden, ob ich die Fische züchten will oder ob ich sie lange halten möchte. Der Züchter hält anders, weil er ein ganz anderes Ziel hat. Er möchte viel vermehren muss auf ganz andere Dinge Wert legen. Okay. Fütterung, kann man da was falsch machen? Ja, füttern kann man viel falsch machen. Wenn man zum Beispiel jetzt nur pflanzliches Futter füttert und sich schlecht beraten lässt, der Fisch braucht Fleisch. Würdest du Frostfutter empfehlen? Eher nicht. Eher nicht. Frostfutter kann Krankheiten beinhalten, kann Fresskopfwurm-Eier haben. Das kriegst du mit dem Granulat nicht rein und mittlerweile sind die Granulate für Kampffische einfach so gut, dass man komplett drauf verzichten kann. Okay, optimal. Dann tausend Dank für diese Express-Tipps für die Kampffischhalter. Gerne. We'll be right back.